Die U19 des FC Bayern München empfängt den Tabellenführer aus Hoffenheim. Es ist das absolute Topspiel der Liga. Beide Teams noch ungeschlagen, die Bayern im traditionellen Rot von rechts nach links. Jedoch mit 3 Spielen weniger in der A-Junioren-Bundesliga als die TSG. Die Münchner mit kräftig Rückenwind aus der Youth League-Partie gegen Celtic Glasgow und von Beginn an zeigten beide Teams ein technisch hohes Niveau. Die erste Großchance der Bayern in der 13. Minute. Manuel Winzheimer wieder dabei, hält aus 18 Metern drauf und versenkt die Kugel zum 1:0. Dann der Ball auf den U17-Top-Torjäger Oliver Batista-Meyer. Ja, auch bei Celtic Glasgow gleich doppelt erfolgreich. Und der ist mit seinen 16 Jahren wieder so cool und eiskalt. Schiebt den Ball von halb links ins lange Eck zum 2:0 für die Hausherren. Nun der zweite Durchgang. Und in der 52. Minute die Entscheidung auf Elfmeter gegen die Bayern. Ron Torben Hoffmann bringt Hoffenheims Kapitän David Otto zu Boden. Was ist das denn für eine schlechte Entscheidung? Und der Bayern-Keeper? Grandios. Was für eine Parade von Hoffmann. Der reißt den Arm noch hoch und pariert den Ball. Also immer noch die 2:0-Führung für die Münchner. Dann 7 Minuten vor dem Ende ein zweiter Elfer für die Gäste aus Hoffenheim. Das gibt's ja gar nicht. Der Linienrichter. Domenico Alberico tritt an und verwandelt. Der Anschlusstreffer also für die TSG, die Bayern aber stark in den Schlussminuten. Sie wollten dieses 2:1 nach Hause bringen und das ist ihnen auch gelungen. Da fällt ein Stein vom Herzen bei Trainer Sebastian Hoeneß. Man sieht es und die Freude über den Sieg und den damit verbundenen zweiten Tabellenplatz ist riesig in München.